meine Haare kannst du nicht mehr viel anfangen. Mit meinen Augen auch nicht mehr. Kleiner Test an euch. Euer Guide weiterspielen. Von wem? Von Johann Sebastian Bach. Hallo, das ist von Jethro Tull. Jethro Tull? Ja. Jethro Tull hat nicht nur beim Johann Sebastian geklaut, sondern auch bei mir. Irgend so ein englischer Besatzungssoldat nimmt alles mit. Es ist die Geschichte eigentlich von einer Dampflok, die nicht mehr anhalten will. Und einer hockt noch im Zug drinnen. Und irgendein so ein Säckel hat die Handbremse geklaut von dem Zug, der hält nicht mehr an. Er kriegt Todesangst und er wird tierisch religiös. Er versucht nochmal zu beten. Meint, er könnte nochmal das Vater unser beten, aber er kriegt es nicht mehr auf die Reihe. Allmählich merkt er, dass der alte Mann da oben ihm gar nicht helfen will. Noch schlimmer, ihm vielleicht gar nicht helfen kann. Ziemlich heikle Situation für einen Allmächtigen, oder? Nennt man übrigens Theodizee immer unter uns Philosophen. Dass aber dieser Engländer, dieser langhaarige Seucher, mein Lied von der Flöte, mit der Flöte von der Dampflok nimmt und mit seiner Querflöte neikotzt, neirotzt, neispuckt, neifurzt, das ist eine Sauerei ohne Gleichen. Eiserbarus fing einer an zum Spender, meint, dass er sterben muss. Er hört hier Kolben stampfen, Maschee fährt ihm ins Gehirn. Oh, alter Mann im Himmel, sei doch so gut und bremst den Zug, halt ihr Dampflok. Seht ihr Kinder springen, springen dabei voller Fahrt. Seine Frau schmiert schon mal Antrag, der Honig und der Bart. Er krabbelt auf alle Viere, der Wacko entlang. Oh, alter Mann im Himmel, sei doch so gut und bremst den Zug, halt ihr Dampflok. Raucht und stinkt, und weil er an seinem Leber mit aller Gewalt noch hängt, probiert das Vater unser, merkt, dass er's nicht mehr kann. Oh, alter Mann im Himmel, sei doch so gut und bremst den Zug, halt ihr Dampflok ab. Halt die Dampflok ab.
euch Gott. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Musiklegende aus Baden-Württemberg, Alex Küpperlein und Band. Das ist euer Applaus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Oh. Und alle, die sich fragen. Und alle, die sich fragen. Alle, die sich fragen, was mache ich eigentlich am 25. Oktober nächstes Jahr? Da hätte ich eine Idee.